Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, wir werden uns heute dran machen, meinen Schminktisch auszumisten und neu zu sortieren. Ich hoffe, ich kriege das heute alles irgendwie hin, so wie ich mir das vorstelle, beziehungsweise einfach aussortieren ist das Wichtigste. Und ja, ich nehme euch da ein bisschen mit und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei und schreibt mir unten in die Kommentare, ob ihr eure Schminksammlung regelmäßig ausmistet, ob ihr regelmäßig sagt, nee, die Produkte sind nichts für mich, die gebe ich weiter oder schmeiße ich weg, wie auch immer. Würde mich mal sehr interessieren und ja, ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal darüber und wir sehen uns gleich wieder. So, ich zeige euch jetzt mal hier das gesammelte Chaos, also es ist momentan wirklich chaotisch. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal hier oben an. Ich zeige euch mal, was hier so drin ist. Jetzt muss ich mal gucken, dass wir das Licht kriegen. Also hier oben habe ich so verschiedenste Sachen. Und ja, hier habe ich ja, was habe ich hier drin? So ein Gesichtsöl, dann hinten habe ich so Verpackungen, hier ist noch so ein Tag drin, das habe ich hier so eingewickelt, weil es einfach nicht duftet. Ja, das ist hier drin. Dann haben wir hier einmal ja, ein Haufen Handcremes, dann noch so Nagelprodukte, das ist von meiner Kosmetiktasche, die ich einsetze, und hier ist auch nochmal so Handcremezeug, Fußcreme, Gedöns. Dann haben wir hier Nagellacke drin. Da habe ich auch hier oben in der, ich glaube, unteren Box sind auch nochmal Nagellacke drin. Ja, da habe ich schon mal versucht, ein bisschen Herr zu werden, aber da müssen wir auch nochmal drüber gehen. Dann habe ich hier unten einmal mein altes Notebook drin. Ja, dann hier die Sachen, die waren aus einem Adventskalender vom Action. Ich habe die auch noch nicht verwendet. Da ist noch ein schönes Handcreme. Dann habe ich hier einmal meine Haarsachen drin, die ich so täglich brauche. Hier ist mein Föhn normalerweise, der ist jetzt aber gerade im anderen Zimmer, wo ich mich geföhnt habe. Und hier ist noch so Kabelgedöns. Hier ist noch so, ja, Taschen und eine Haarfarbe noch. Und hier sind auch nochmal Taschen. So. Dann gehen wir mal weiter. Das hatte ich für meinen Freund rausgestellt, weil der braucht ein neues. Ja, das nervt mich halt auch momentan hier, dass ich hier alles Mögliche stehen habe. Keine Ahnung warum. Dann habe ich hier drin ja, so verschiedene Sachen, wie Seifen von Marc drin. Dann habe ich hier noch so Tabletten. Dann habe ich hier. Ja, von Body Shop eine Karte, von Zitapier hier so eine Probe, ein Seifensäckchen, dann habe ich hier auch nochmal Verpackungen. Dann der Blush ist noch original, also da ist, habe ich eigentlich mal zum Verkaufen sein, aber irgendwie will keiner Sachen kaufen, keine Ahnung. Autsch, das war mein Finger. So, dann hier im unteren habe ich ja, auch nochmal so Lippenprodukte. Ja. Dann habe ich hier meine Pinselbox. Hier habe ich meinen Eimer von Catrice. Die verwende ich momentan auch sehr gerne. Die Face Palette und hier unten von Too Faced dieses Set. Dann habe ich hier noch so eine Sikapier. Ist die Sikapier? Ja. Auch nochmal so eine Probe gegen, ja, Röte. Dann habe ich hier unten Wattepads stehen und meine Kosmetiktücher zum Hände sauber machen. Dann habe ich, hi. Dann haben wir hier, habe ich einmal Schmuck drin. Genau. Hier habe ich verschiedene Produkte, die ich eigentlich öfter verwende. Ja, dann habe ich hier noch ein Paket. Da hatte ich Produkte, die sind noch leeren Verpackungen. Steht hier noch da. Naja. Dann habe ich noch das Kabel und noch ein Backup
von Love von Patricia Schmidt. Bruder. Genau. Dann habe ich hier Haarsachen auch nochmal drin, also die Spangen und so ein Gedöns. Ja, dann habe ich hier die erste Schublade und man sieht ein geordnetes Chaos. Hier habe ich einen Highlighter, einen Spiegel, mit dem ich über Mascara abtrage, dann verschiedenste Produkte halt, Schmuck, Taschentücher. Hier das andere Schmuck und ja, so Gedöns halt einfach. Genau. Dann habe ich hier so meine Augenschublade, also dafür war es mal gedacht. Hier habe ich so Eyeliner und Kajals drin. Dann hier sind noch Wimpern, das glaube ich sind die hier sogar noch aus diesem Set. Dann habe ich hier so Stifte. So Augenbrauen-Gels und Augenbrauen-Produkte. Dann hier der klägliche Versuch von magnetischen Wimpern. Katastrophe. Dann die haben wir in der Box drin. Die sind so hässlich, Leute. Ich weiß nicht, wer sich sowas hat einfallen lassen. Dann habe ich hier noch von Hatice aus der Dings hier die Berlin und die Istanbul, genau. Habe ich auch noch nicht verwendet. Und ja, hier so Single Lidschatten. Dann haben wir hier auch ein geordnetes Chaos. Da habe ich auch den aktuellen Bronzer, den ich verwende. Das ist der hier. Genau, und halt so verschiedene Produkte, halt hauptsächlich fürs Gesicht, Blush, Contour und Bronzer. Dann haben wir hier Lidschattenpaletten, die ich eher weniger benutze. Das sind die hier alle. Und hier sind die ganzen Verpackungen. So, und hier habe ich Produkte, die habe ich eigentlich schon aussortiert. Also die habe ich bei Facebook rein zum Verkaufen, aber die möchte irgendwie keiner. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ob ihr was davon haben möchtet. Wenn ja, schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Sind teilweise ungenutzte Produkte und teilweise halt auch schon verwendete Produkte. Oder hier zum Beispiel, die habe ich einmal verwendet oder zweimal verwendet, aber da passt mir die Farbe einfach nicht. Ja. Genau wie die Foundation. Ist genau das gleiche. Passt mir die Farbe einfach. Ja. So, dann kommen wir mal hier rüber. Hier habe ich auch ein Sammelsurium drin. Puder. Dann hier so ein, was ist das? Dieser Under Eye Corrector, glaube ich. Von Charlotte Tilbury. Verschiedene Produkte halt, Paletten eigentlich hauptsächlich. Und Tempos. Dann habe ich hier auch nochmal Lidschattenpaletten. Dann meine absolute Katastrophenkiste. Foundations, Primer, Puder, Concealer, alles Mögliche. Richtig schlimm eigentlich. Dann haben wir hier Pinsel. So, und hier habe ich auch nochmal verschiedenstes drin. Also hier habe ich zum einen hauptsächlich Masken. Hier habe ich reingepackt. Und hier unten sind leere Verpackungen von dem Back to Neck. Hier habe ich auch nochmal Nagelsuppen, sind hier auch nochmal drin. Okay. Ich glaube, ihr seht es, ein Sammelsurium an